So, und da wäre ich auch wieder. Und wir quatschen mal weiter mit Blackwall. Wir haben uns zur Weile schon gar nicht mehr mit ihm unterhalten. Das? Das ist nur eine kleine Fingerübung. Ah, ein Griffhorn, natürlich. Ich bin dankbar, dass ihr mich gefunden habt. So aufregend meine Wanderungen durch die Wälder auch waren, das hier ist besser. Es ist gut, Teil von etwas derart Wichtigem zu sein. Von etwas, das wirklich etwas verändern könnte. Die Grauen Wächter sind auch gewaltig und wichtig. Ihr seid doch schon Teil von ihnen. Das ist wahr. Aber solange keine Verderbnis am Horizont lauert, hat man das Gefühl, die Wächter würden einfach nur warten. Dies hier, die Inquisition, ist das, was jetzt wichtig ist. Und ich bin dankbar, ein Teil davon zu sein. Wem man folgt, entscheidet, wer man ist. Hat mir mal jemand gesagt, ich brauchte Jahre, um zu verstehen, was er damit gemeint hat. Das ist ausgesprochen weise. Es war ein Chevalier, der diese Worte zu mir gesagt hat. Ein mächtiger Mann, aber niemals ehrlos, ein wahrer Ritter. Wir begegneten uns als Kontrahenten im großen Tournai. Er gab mir diesen Rat, bevor wir wieder unsere Wege gingen. Er hatte seine Ambition zurückgestellt, damit ich den Behurt gewinne. Ich habe ihm nicht einmal gedankt. Was ist dieses große Tournai? Ihr habt noch nie davon gehört, vom großen Tournai der freien Marschen? Es ist ein gewaltiges Spektakel mit Gesang, Tanz und Wein. Mit jeglicher Unterhaltung, die ihr euch nur vorstellen könnt. Der wichtigste Teil ist jedoch der Waffengang. Wer sich im großen Tournai beweist, hat eine glorreiche Zukunft vor sich. Wie hat er euch geholfen? 100 Männer standen sich auf dem Kampfplatz gegenüber. Jeder kämpfte für sich. Der Ritter und ich hatten ein Bündnis geschlossen. Wir beide allein nahmen es mit allen anderen auf. Unser Ziel? So viele Gegner wie möglich niederzustrecken. Den letzten Streich hat er dabei stets mir überlassen. Das war selbstlos von ihm. Er meinte, ich hätte alles zu gewinnen, während er nichts verlieren würde. Als es vorbei war, bot er mir an, mein Mentor zu werden und mich zu lehren, ein Ritter wie er zu werden. Und ich, jung und dumm wie ich war, schlug sein Angebot aus. Ich hatte gerade den Buhurt im großen Tournai gewonnen. Ich brauchte ihn nicht. Ich hätte mit ihm gehen sollen. Vielleicht wäre dann alles anders gekommen. Ihr seid jetzt hier. Ein grauer Wächter. Alles hat sich zum Guten entwickelt. Ja, das stimmt wohl. Nehme ich an. Aber ich bin jetzt älter und hoffentlich auch klüger. Ich denke, ich habe mich entschieden, der richtigen Person zu folgen. Aha. So, hast du noch irgendwas? Der Krieg in Orlais hat zu viele Leben gefordert. Ich bete dafür, dass er endgültig beendet ist. Okay. Nichts im Moment. Vielleicht später. So, das hätten wir auch schon mal geklärt. So, was haben wir denn hier Schickes? Zeug, das wir uns nicht leisten können. Magierjäger, ein Schild. Schade, dass es hier keine Dolche gibt. Bei dem Händler. Zoomen wollte ich jetzt nicht. So, hoho. Achso, wir wollten. Achso, ja, wir haben ja noch Colts Amulett noch. Cole ist auch einer von den wenigen, die ich eigentlich mag. Als Charakter. Ich habe den großen Ball nicht verstanden. Alles wäre viel leichter gewesen, wenn sie gesagt hätten, was sie wollten. Wie fandet ihr die Masken? Welche Masken? Die Masken, die sie alle vor ihren Gesichtern hatten. Das waren nicht ihre Gesichter? Ich habe das Amulett gefunden, von dem uns Solis erzählt hat. Möchtet ihr es anlegen? Ja, aber nicht hier. Mir gefällt es hier.
Wir brauchen einen Ort, auf den wir verzichten können, falls etwas schief geht. Was mache ich damit? Ihr habt eines der Amulette gefunden. Ausgezeichnet. Darf ich? Es ist ganz einfach. Ihr legt es an, ich lade es mit Magie auf und schon solltet ihr geschützt sein. Seid ihr bereit, Cole? Sie können mich nicht zu einem Monster machen. Ah! Was war das? Oh, bei... Was macht ihr mit dem Kleinen? Ihr verhindert, dass mich Blutmagier so binden können wie die Dämonen in Adamant. Aber es funktioniert nicht. Irgendetwas blockiert die Verzauberung. Irgendetwas? Nicht vielleicht die Tatsache, dass Cole kein Dämon ist? Solis, ist es möglich, dass das Amulett bei Cole nicht funktioniert, weil er zu menschlich ist? Für Cole mögen besondere Umstände gelten, aber er bleibt dennoch ein Geist. Ja, ein Geist, der seltsamerweise äußerst menschlich ist. Ich bin unwichtig. Sperrt einfach die Teile von mir weg, die irgendjemand verknoten könnte, um mich zum Gehorsam zu zwingen. Konzentriert euch auf das Amulett. Erzählt mir, was ihr fühlt. Eine warme, weiche Decke, die mich umhüllt. Aber sie bleibt hängen, zerreißt. Ich bin nicht die richtige Form. Da ist etwas. Dort. In dieser Richtung. Dann müssen wir uns wohl auf die Suche machen. Mal wieder. Na los, Kleiner. Holt Kallen und seht euch gemeinsam die Karte an, um herauszufinden, wo ihr etwas Ungewöhnliches spürt. Werdet ihr mich begleiten? Ihr alle? Natürlich. Na schön, ich hab's verstanden. Ihr mögt Geister. Aber er kam in diese Welt, weil er ein Mensch sein wollte. Also lasst ihn das gefälligst auch sein. Ich würde Cole auch gerne schützen, ohne ihm das zu nehmen, was auch immer er ist. Aber er braucht eindeutig unsere Hilfe. Ich sag ja nicht, dass wir nichts tun sollen. Aber dieses Ritual, das sie durchführen, funktioniert auch nur bei Dämonen, richtig? Das hier ist nicht irgendeine eurer Fantasiegeschichten, Kind des Steins. Wir können nicht ändern, wer wir sind, nur weil wir es uns wünschen. Ach nein? Wie auch immer wir dieses Problem lösen, unser nächster Schritt ist es, das aufzuspüren, was auch immer die Verzauberung blockiert. Aber schon wieder Saharon. Vivienne, Madame de Fer. Ich mag die Alte überhaupt nicht. Bindungsmagier. Ja, das sollte für diesen Monat reichen. Gebt mir einen Moment. Seid gegrüßt. Kann ich euch vielleicht helfen? Ihr. Ihr habt mich getötet. Was? Ich weiß nicht mal, wer ihr seid. Ihr habt vergessen. Ihr habt mich in den Kerker des Weißen Turms gesperrt und vergessen. Und ich bin in der Dunkelheit gestorben. Der Weiße Turm? Hört auf, Cole. Ganz ruhig, Kleiner. Er hat mich getötet. Er hat mich getötet. Deshalb funktioniert es nicht. Er hat mich getötet und ich muss ihn auch töten. Wenn er euch getötet hat, müsstet ihr dann nicht tot sein? Dieser Mann kann euch nicht getötet haben, Cole. Ihr seid ein Geist. Und ihr habt noch nicht einmal von einem Körperbesitz ergriffen.
Ein blutiger, kauernder Körper, keuchend, kalt in der steinernen Zelle. Eisige Eingeweide in der feuchten Finsternis. Ein gefangener Abtrünniger. Sie steckten ihn in den Kerker des Weißen Turms in Val Royo. Sie vergaßen ihn. Er verhungerte. Ich kam hindurch, um ihm zu helfen. Und konnte es nicht. So wurde ich er, Cole. Wenn Cole ein Abtrünniger war, muss der Kerl, den wir gerade getroffen haben, ein Templer sein. Er hat vermutlich Lyrium gekauft. Lasst mich ihn töten. Ich muss. Solis? Wir dürfen nicht zulassen, dass Cole diesen Mann tötet. Ich bezweifle, dass irgendjemand das vorschlagen wollte, Moorkopf. Cole ist ein Geist. Der Tod des echten Cole hat ihn krank gemacht und gegen seine Bestimmung verkehrt. Um diesen Teil seiner selbst zurückzuerhalten, muss er ihm verzeihen. Ach, kommt schon. Man verzeiht doch nicht einfach jemandem, der einen getötet hat. Ihr vielleicht nicht. Ein Geist schon. Varric? Der Kleine ist wütend. Er muss es verarbeiten. Ein Geist verarbeitet keine Gefühle. Er verkörpert sie. Aber er ist kein Geist, richtig? Er hat sich selbst menschlich gemacht und Menschen verändern sich. Sie werden verletzt und sie heilen wieder. Er muss es wie ein Mensch überwinden. Ihr würdet das Wesen dessen verändern, was er ist. Das hat er schon selbst gemacht, als er das Nichts verlassen hat. Ich helfe ihm nur, es zu überleben. Bevor ich irgendetwas entscheide, muss ich erst genauer wissen, was geschehen ist. Der echte Cole war anscheinend ein Abtrünniger, der von Templern gefangen genommen und in den Zirkel gebracht wurde. Und Templer sind nicht unbedingt für ihr sanftmütiges Wesen bekannt. Als der junge Mann in einem Kerker verhungerte, erregte sein Leid die Aufmerksamkeit eines Geistes. Vermutlich eines Geistes des Mitgefühls. Des Mitgefühls? Ein seltener Geist, gewiss. Und allzu zerbrechlich, wenn sich seine Bemühungen, anderen zu helfen, als fruchtlos erweisen. Cole wird sich niemals zu einer realen Person entwickeln können, wenn er es nicht schafft, mit der Vergangenheit abzuschließen. Überlass das mir. In Ordnung, Kleiner. Ihr wollt Rache? Dann kommt mit. Tut mir leid, es tut mir so leid! Das wird ihm jetzt auch nicht mehr helfen, oder, Kleiner? Nein! Dann zieht den Abzug und erledigt den Bastard. Los! Nein! Alles in Ordnung, Kleiner? Fühlt ihr euch besser? Nein. Man kann den Schmerz nicht einfach auslöschen. Diese Lektion musste ich auch lernen. Vergesst... Nein. Er muss sich erinnern. Genau wie ihr. Wir sind hier fertig. Tja, da hat einmal sein Armbrust nicht geladen, der Varric. Und ich beeinflusse ja gerne, wie jeder weiß. Ob nun zum Guten oder zum Schlechten. Ich beeinflusse einfach sehr gerne. Soweit wir es sagen können, wird das Amulett nun niemals funktionieren. Cole wird immer Gefahr laufen, gebunden zu werden. Nein, wird er nicht. Das Amulett hat nur deshalb nicht funktioniert, weil er zu menschlich ist, richtig? Dann ist der Kleine jetzt vielleicht auch zu menschlich, um einem Bindungszauber zum Opfer zu fallen. Ich hoffe, ihr habt recht.
Es tut immer noch weh. Wann hört der Schmerz auf? Haltet euch an eure Freunde. Das wird euch helfen, euch besser zu fühlen. Na komm, Kleiner. Machen wir einen Spaziergang. Das hilft euch, den Kopf frei zu bekommen. Die linke Hand vermisst eine Freundin mit zwei unterschiedlichen Namen. Sie leidet, traurig, allein. Und doch jetzt können mich alle sehen. Sie erinnern sich. Wie soll ich nun Honig in Lilianas Wein geben, ohne dass sie es bemerkt? Dabei kann ich euch helfen. Ja, wenn nicht, dann wenn einer weiß, wie das geht, dann Varric. Es ist gut, dass er sich nicht gänzlich verändert hat. Egal, wie menschlich er auch wird. Was kann ich für euch tun? Hast du eigentlich noch was für uns? Darf ich euch etwas fragen, Varric? Ihr wollt über mich reden? Ich bin gerührt. Außerdem neige ich zu extravaganten Lügen. Achso, wir haben nichts mehr, okay. Wir haben schon mit ihm über alles gequatscht, okay. Ich hätte den Bürgermeister begnadigt. Er hat eine schwierige Entscheidung. Ihr könnt recht reden. Aus eurer Familie hat schließlich niemanden auf dem Gewissen. So, wir haben wieder ein paar. Einen Bericht zumindest von Kallen. Und er war auch von Liliana jetzt eh noch dabei. Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ach, gar nicht. Josies Bericht war fertig. So, Geheimnisse können wir jetzt endlich... Ah, wir können endlich. Juhu. Das heißt, wir können endlich mal schwere Schlösser knacken. Die rote Jenny... Doch, tatsächlich Kallen. Auch fertig. Schlangen von Nevarra. Machen wir uns an die Arbeit. So, sind jetzt eigentlich alle beschäftigt, oder? Ja. Nur Kallens Bericht war fertig, okay. Moment, dann. Nee, ich gehe über die Karte. Wir können ja jetzt schwere Schlösser knacken. Das heißt, wir können noch ein paar Dinge jetzt aus Fahlbuch holen. Kassandra schon zu einem Schlag aus den Schatten einsetzen verfügbar. Okay. Weltkarte. Fahlbruch. Nein. Scheiße. Waren wir da jetzt schon Fahlbruch? Ich weiß das jetzt. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich glaube schon, oder? Hinterlande. Kammwald, Sturmküste, nee, Fahlbruch waren wir noch gar nicht. Zumindest kann ich über die normale Karte erreichen. Na, dann machen wir uns jetzt da hin. Neues Gebiet freigeschaltet. So, mit wem latschen wir in der Zinn? Mit Dorian, mit ihm. Ich finde es ja immer lustig, wie sich die Karten immer ändern. Der sieht jetzt aus wie ein Musterknabe, ey. Wie irgendwo aus der Zeitung ausgeschnitten und aufgeklebt. Bekenntnis eines Lyrium-Süchtigen. Dämon des Hochmuts. Stachelrücken.
danke, dass ihr gekommen seid. Vielleicht könnt ihr diesen Schlamassel beseitigen. Unsere vermissten Patrouillen befinden sich in der Gewalt der Avar. Das sind Barbaren aus den Bergen. Was haben sie dann in einem Sumpf zu suchen? Das ist der springende Punkt. Ihr Anführer, er will, dass sie gegen euch kämpfen, weil ihr der Herold Andrastes seid. Was haben sie gegen Andraste? Nun, die Avar glauben an Naturgötter. Sie verehren einen Gott des Himmels, einen Gott des Waldes und so weiter. Die Avar sagen, ihr würdet behaupten, von einem Gott geschickt worden zu sein. Deshalb fordern sie den Willen eures Gottes heraus. Ich glaube ja, dass ihr Anführer ein aufgeblasener Gockel ist, der nur allzu gerne damit prahlen würde, euch getötet zu haben. Oh Gott, ey. Soll ich irgendwas unterschreiben, bevor er versucht, mich zu enthaupten? Sie denken, dass nur Schwächlinge lesen. Ihr wisst schon, Scholaren, Bewohner der Ebenen, olesianische Bauern. Es wird nicht leicht sein, zu unseren Truppen vorzustoßen. Ihr müsst euch durch die Untoten. Aber seit Kamwald seid ihr vermutlich richtig gut im Kampf gegen Untote, was? Verbrennt in Ferelden denn niemand seine Toten? Dieser Ort wurde von einer Seuche heimgesucht. Ich würde das Wasser nicht trinken. Die Avar sind in dem Schloss auf der anderen Seite des Pfahlbruchs. So der Erbauer will, sind die Leute der Inquisition noch am Leben. Ja, immerhin können wir alles knacken, was wir wollen jetzt. Oh nee, ey, das ist für ein Sauwetter hier, das geht ja mal gar nicht. Wer hat denn hier auf dem Wetterdienst nicht gehört? Oder das Wetter abgehört zumindest? Nun gut. Zwei Risse gibt es hier, das ist ja Wahnsinn. Na, Pfahlbruch muss ich sagen, ist auch nicht sehr groß. Und man sollte sich wirklich vom Wasser fernhalten. Das ist eine etwas, was man wirklich nur empfehlen kann. Da, Spuren einer Seuche. Ein frohsinniges Beiwerk jedes anständigen Sumpfs. In der Stadt steht wenigstens an jeder Ecke ein Heiler. Aber was gibt es hier draußen? Wurzeln und Beeren? Ja. Wurzeln. Und wir rauben natürlich die Toten alle aus, ne? Ist ja logisch. Oh, Vorräte, Armschutz. All das, was wir finden, brauchen wir ja schließlich nicht mehr kaufen. So, noch keine Steinbrüche gefunden, ein Holzschlag. Na gut, was heißt, ich weiß ungefähr noch, wo ein Steinbruch ist. Weil das sieht wirklich genauso aus wie ein Holzschlagpost. Nur ist halt statt Holz dann halt Steine in so einem Viereck. Oder nenne ich es einfach mal rumliegen. Bin ich bescheuert oder was? Ich renne da aber nicht ins Wasser rein. Aufladen. Wo haben wir denn unseren Magier? Noch. Vorsicht! Level 11 war Elite. Einfach. Diese Dinger benutzen, um die Toten aus dem Sumpf zu locken und sie trockenen Fußes zu erledigen. Dann sucht noch mehr von den Dingern. Ja, weil die Untoten sterben dann nämlich einfach, wenn wir den Dämon einfach umhauen.
So, jetzt mal die Fackel weg. Oh, ein Schemen. Es ist doch schon tot. Oder er, oder was auch immer. Komische Geräusche in einem Sumpf. Ah, natürlich hat Dorian den jetzt verzaubert. Hier kommen nämlich so lange Zombies an, bis der nämlich tot ist. Wenn ihn einfach verzaubert, der Dorian, dann dauert das eine Weile. Bis er wieder umfällt. Und so lange haben wir dann nicht mehr die Untoten am Hals. An und für sich ist die Fähigkeit nicht schlecht, nur in so einer Situation ist das ein bisschen unpraktisch.